Evergrande Auto, die E-Auto-Sparte der hochverschuldeten Evergrande Group, will bekanntermaßen weiterhin an den Plänen zur Produktion von Elektroautos festhalten, trotz der nicht abstreitbaren massiven Liquiditätskrise des eigenen Mutterkonzerns. Im Gegenteil, der Fokus von Evergrande auf die E-Mobilitätssparte wird eher gestärkt. Durch den Produktionsstart des Hengqi 5, einem Elektro-SUV, wird den Plänen der Marke Nachdruck verliehen. Alles, was man aktuell zum Hengqi 5 wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Bekannt gab Evergrande Auto den Produktionsstart des E-SUV auf dem Kurznachrichtendienst Weibo. In einem kurzen Videoclip wird ein Blick in die Fabrik in Tianjin, wo das E-SUV gebaut wird, geboten. Dass es Evergrande Auto gelungen ist, an den eigenen Plänen festzuhalten, diese zeitlich gar ein wenig zu überholen, war so nicht abzusehen. Denn nicht nur die Finanzlage der Evergrande Group stand nicht gut da. Auch der Hengqi 5. Nachdem das E-Fahrzeug im November seinen Registrierungsprozess abschließen konnte, verschwand es im Dezember wieder aus der Liste. Auf den ersten Blick kein gutes Vorzeichen. Doch nun schafft es das Elektro-SUV doch in Produktion. Der Hengqi 5 sieht mit vielen Außendetails wie breiten Kotflügeln, einem sportlichen Dachspoiler und bumerangförmigen Lichtern ziemlich gut aus. Er hat ein glattes aerodynamisches Aussehen mit einziehbaren Türgriffen und Hinterradabdeckungen. Der Hengqi 5 ist in 6 Farbvarianten erhältlich. Blau, Rot, Grau, Weiß und in Gold, wobei das Dach bei allen Farben schwarz lackiert ist. Der Innenraum des Hengqi 5 sieht modern und hip aus, mit 3 Bildschirmen und einem großen Schiebedach. Es gibt 2 10,25 Zoll Bildschirme für Fahrer und Beifahrer. Der Hauptbildschirm hat einen Durchmesser von 14,6 Zoll. Dieses Triple-Screen-System verfügt über eine 5G-Verbindung und arbeitet im Baidu-Ökosystem. Es gibt außerdem ein sportliches Lenkrad mit flachem Boden. Auf dem Mitteltunnel sehen wir ein Ladepad für Mobiltelefone, eine Start-Stopp-Taste und einige feste Tasten. Der Schalthebel befindet sich hinter dem Lenkrad, um den Innenraum sauberer und geradliniger erscheinen zu lassen. Übrigens, Leute, ab jetzt könnt ihr Kanalmitglied werden. Und mit dieser Mitgliedschaft habt ihr einige Vorteile. So gibt es Logos für treue Fans, spezielle Emojis, aber auch, was noch wichtiger ist, Vorabzugriff auf neue Videos. Außerdem gibt es eine eigene Playlist mit meiner Musik, die ständig mit mehr Tracks vergrößert wird. Damit unterstützt ihr zudem auch meinen Kanal. Also fackelt nicht lange und werdet Kanalmitglied. Weiter geht's. Der Hengqi 5 ist 4,72 Meter lang, 2,78 Meter breit und 1,67 Meter hoch. Der Radstand beläuft sich auf 2,78 Meter. Das Fahrzeug hat einen Permanent-Synchronmotor an der Vorderachse und schafft eine Leistung von 150 kW oder 204 PS und hat ein Drehmoment von 345 Newtonmeter. Von 0 auf 100 km/h beschleunigt das Auto in 7,8 Sekunden, somit ist er deutlich schwächer als angenommen und als man von Elektroautos dieser Klasse gewohnt ist. Auf der anderen Seite hat der Hengqi 5 eine LFP-Batterie mit einer Kapazität von 72,8 Kilowattstunden von CATL. Mit ihr an Bord kann er bis zu 602 Kilometer CLTC-Reichweite erreichen. Darüber hinaus ist der erste SUV von Hengqi mit einem autonomen L2-Fahrsystem namens Hengqi H-Pilot ausgestattet. Es umfasst den Spurwechselassistenten, das Selbstparksystem und vieles mehr. Preislich geht es ab umgerechnet 27.400 Euro los. Wenn dieses Fahrzeug eventuell auch nach Deutschland kommen sollte, korrigiert sich der Preis wohl eher in Richtung 40.000 Euro. Hengqi versteht außerdem, dass sein Mutterunternehmen einen zweifelhaften Ruf hat. Sie versuchen also, die Aufmerksamkeit der Käufer mit einigen interessanten Kaufvorteilen zu erregen. Und das muss man sich mal geben. Zum Beispiel kann ein Kunde nach dem Kauf des Hengqi 5 ihn innerhalb von 15 Tagen zurückerstatten. Der Hengqi 5 hat eine lebenslange Fahrzeuggarantie einschließlich des Akku-Packs. Darüber hinaus erhalten seine Käufer zweimal im Jahr eine lebenslange Wartung, eine kostenlose Ladesäule für zu Hause mit kostenloser Installation, eine lebenslange kostenlose Pannenhilfe und eine kostenlose 5-Jahres-Internetverbindung mit dazu. Also da muss man, glaube ich, nicht zweimal überlegen. Schade, dass es so ein Angebot nicht hierzulande gibt. Aber was sagt ihr zu dem ganzen Evergrande-Thema? Schaffen die vielleicht doch noch die Kurve? Und wie gefällt euch überhaupt der Hengqi 5? Sagt mir das gerne in den Kommentaren.
Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!